begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz der Partei Die Linke, heute mit dem stellvertretenden Parteivorsitzenden Lorenz Göster-Beutin, der sich zu folgenden Themen äußern wird. Zum einen zur Debatte um die Schuldenbremse, zum anderen zu den hohen Gewinnen bei den Netzbetreibern und deren fehlende Eigeninvestitionen, zum Fachkräftekongress der Ampel und zu den anstehenden Klimastreiks am 1. März. Ja, moin und herzlich willkommen auch von mir im schönen Berlin bei wunderbarem sonnigen Wetter. Herr Lindner, unser Finanzminister, hat jetzt gesagt oder vorgeschlagen, er würde ganz gerne die Sozialleistung für die nächsten 3 Jahre einfrieren. Und Clemens Füst, Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts IFO, ist ihm gleich zur Seite gesprungen und hat gesagt, Kanonen und Butter seien ein bloßes Schlaraffenland in Deutschland. Und zum Einstieg will ich ganz einfach auf diese Äußerung antworten mit einem Zitat von Bertolt Brecht, der auf die Forderung der NSDAP nach Kanonen statt Butter geantwortet hat. Sonst aber wäre zu sagen, dass Kanonen gut den leeren Magen, sonst aber wäre zu sagen, dass Kanonen auf den leeren Magen nicht jedes Volkes Sache sind. Was Herr Lindner und Herr Füst hier machen, ist aus unserer Sicht brandgefährlich angesichts einer Kürzungspolitik der Ampel, die bei den Ärmsten unserer Gesellschaft kürzt, die bei der notwendigen Infrastruktur kürzt und die beim Klimaschutz kürzt. Und wir sehen das als ganz klaren Angriff auf unseren Sozialstaat. Und in dieser Zeit ist auch der Angriff auf unseren Sozialstaat letztlich auch ein Angriff auf die Grundfesten unserer Demokratie. Und das ist schlimm angesichts der erstarkenden AfD und ist eigentlich auch ein Hohn angesichts der großen Proteste, die wir auch wieder an diesem Wochenende hatten, gegen die AfD für die Verteidigung unserer Demokratie. Und dazu gehört aus unserer Sicht eben auch die Verteidigung unseres Sozialstaates. Aus Sicht der Linken brauchen wir eine grundsätzlich andere Politik. Wir brauchen jetzt die Reform und die Lockerung der Schuldenbremse, auf Perspektive die Abschaffung der Schuldenbremse. Wir brauchen notwendige Investitionen in Bus und Bahn und in die Verkehrswende, in den klimagerechten Umbau von Wirtschaft und Industrie. Das sehen wir gerade in der jetzigen Zeit. Die müssen wir konkurrenzfähig machen und wir müssen sie eben umstellen auf Klimagerechtigkeit. Und wir brauchen zukunftsfähige Investitionen. Und nicht zuletzt muss endlich das Klimageld kommen, was schon lange von der Koalition angekündigt ist, was aber weiter gerade vom Bundesfinanzminister hinausgezögert wird. Zum zweiten Thema. Wir haben seit Jahren Verhandlungen mit TenneT, mit dem Übertragungsnetzbetreiber TenneT, zur Übernahme von TenneT und des Netzes in die öffentliche Hand. Das droht zu scheitern angesichts des Urteils des Bundesverfassungsgerichts und auch hier angesichts der Schuldenbremse. Wir als Linke sagen ganz klar, die Übertragungsnetzbetreiber und die Übertragungsnetze sind Monopole mit staatlich garantierten Gewinnen. Und angesichts einer Energiewende, die eigentlich die Vervielfachung des Ausbaus der erneuerbaren Energien braucht, bräuchten wir einen zweckdienlichen Ausbau auch der Netze bei uns in Deutschland, um die Energie abzutransportieren. Das ist gerade bei uns im Norden, gerade bei uns in Schleswig-Holstein ein großes Problem. In Schleswig-Holstein ist auch TenneT vor Ort. Das heißt, wir brauchen nicht nur weg mit der Schuldenbremse, wir brauchen das notwendige Geld, um nicht nur TenneT in die öffentliche Hand zu nehmen, sondern um insgesamt alle 4 Übertragungsnetzbetreiber zu verstaatlichen und die Übertragungsnetze zu verstaatlichen. Denn aus Sicht der Linken sind die Übertragungsnetze nicht nur kritische Infrastruktur, wichtig gerade in diesen Zeiten, sondern sie sind eben auch ein Teil der öffentlichen Daseinsversorge und die muss staatlich und gesellschaftlich kontrolliert werden und die darf nicht dem Profitstreben unterworfen sein. Dritter Punkt, zum Fachkräftekongress heute in Berlin von Wirtschaftsminister Habeck, Arbeitsminister Heil und der Bildungsministerin Stark-Watzinger. Das Problem des Fachkräftemangels ist ja nicht ganz neu. Es wird schon lange darüber diskutiert. Es wird heute auch wieder diskutiert werden. Es wird viele hehre Worte geben. Aber mutmaßlich sind die Maßnahmen, die dabei rauskommen, mal wieder nicht ausreichend, um diese Lücke zu schließen. Als Linke schlagen wir 3 zentrale Pfeiler vor, um damit umzugehen.
Der erste und ganz zentrale Pfeiler für uns als Linke ist, gute Löhne, gute Arbeit, gute Arbeitsbedingungen sind die Grundlage, damit Arbeitskräfte hier in Deutschland eine Ausbildung machen, damit sie Jobs übernehmen und damit wir wieder mehr Fachkräfte hier in den Arbeitsmarkt hineinbekommen. Das heißt, als Linke unterstützen wir die Arbeitskämpfe der Gewerkschaften in diesen Tagen. Wir unterstützen und erneuern unsere Forderung nach einem höheren Mindestlohn. Und wir sagen auch ganz klar, lassen Sie uns sprechen über Arbeitszeitverkürzung, lassen Sie uns sprechen über die Vier-Tage-Woche. Denn Entlastung der Arbeitnehmerin führt zu mehr Produktivität, führt zu mehr Zufriedenheit. Und die brauchen wir ganz dringend, um mehr Fachkräfte an den Arbeitsmarkt zu bekommen. Und ganz klar, wir brauchen mehr Ausbildung. Und da reicht es halt nicht, immer wieder auf freiwillige Selbstverpflichtungen der Unternehmen hinzuweisen, sondern da brauchen wir endlich klare gesetzliche Regelungen. Da schauen wir nach Bremen. Das Bundesland Bremen hat mit linker Regierungsbeteiligung beschlossen, eine Ausbildungsplatzumlage. Das heißt, da zahlen die Unternehmen ein und die Unternehmen, die ausbilden, erhalten daraus eine Unterstützung. Die Unternehmen, die nicht ausbilden, die sich dem Ruf nach mehr Ausbildung verweigern, erhalten logischerweise keine Unterstützung. Das heißt, wir brauchen ganz klar beispielsweise nach Vorbild des Landes Bremens eine gesetzlich geregelte Förderung von Ausbildung. Zweiter Punkt, wir brauchen mehr Investitionen in unser Bildungssystem. Und das ist ja ganz gut, dass Frau Stark-Watzinger heute vor Ort sein wird. Allerdings wissen wir auch dort, überhaupt reichen die Investitionen in unser Bildungssystem nicht aus. Das heißt, wir brauchen eine Sanierung von Schulen. Wir brauchen eine bessere Durchlässigkeit unseres Bildungssystems. Und letztendlich, selbstverständlich, die Perspektive einer Schule für alle. Denn wir wissen, Deutschland ist unter den Industriestaaten weiterhin das Bildungssystem mit der geringsten sozialen Durchlässigkeit. Das heißt, der Geldbeutel der Eltern bestimmt darüber, welchen Bildungserfolg die Kinder haben. Und das kann einfach in einem Staat wie Deutschland nicht sein. Ja, und der dritte Punkt, auch ein sehr entscheidender, ist, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Und wir werden in den nächsten Jahrzehnten massiv durch Zuwanderung Fachkräfte brauchen. Und das bedeutet, wir brauchen mehr Investitionen in eine gelingende Integration. Wir brauchen mehr Investitionen in die Qualifikation von MigrantInnen. Wir müssen weg vom Arbeitsverbot. Und wir haben in der letzten Woche gesehen, es gibt zwei zentrale Gründe, die Fachkräfte darin hindern, nach Deutschland zu kommen. Der erste Grund ist, wir haben steigende Mieten und die steigenden Mieten, dieser Mietenwahnsinn in der Bundesrepublik Deutschland, hält Menschen real davon ab, nach Deutschland zu kommen, weil sie nicht bereit sind, von ihrem Lohn so viel Geld für die Miete auszugeben. Das heißt, wir müssen an die Mietenproblematik ran, wir müssen mehr bezahlbaren Wohnraum, mehr öffentlichen Wohnraum schaffen. Und der zweite zentrale Grund ist Rassismus. Wir haben es letzte Woche gesehen, Rassismus hält konkret Menschen davon ab, nach Deutschland zu kommen. Und das sind dann nicht nur die Pläne der Ampelregierung für mehr Abschiebungen, für Mauern an den EU-Außengrenzen, die GEAS-Reform, das sind vor allem dann beispielsweise auch die Deportationspläne der AfD. Und da müssen wir noch einmal sagen, diese Bewegung, die wir jetzt gerade haben gegen den Rechtsruck, gegen die AfD, ist da ein wichtiges Heilmittel und es bedeutet ganz klar, wir müssen dem Rassismus in unserer Gesellschaft entgegentreten, auch in der Frage dieser Problematik. Last but not least, das vierte Thema, die Frage des Klimastreiks. Und zwar werden wir am 1. März, jetzt am Freitag, einen Klimastreik haben von Fridays for Future, im Kontext der Kampagne Wir fahren zusammen. Wir fahren zusammen ist eine Kampagne von Fridays for Future und der Gewerkschaft Verdi gemeinsam für eine Verkehrswende, für gute Arbeit im Verkehrsbereich. Und das ist für uns als Linke eine ganz zentrale Ansage. Klimaschutz wird nur gelingen, wenn er in allen Bereichen gemeinsam mit den Beschäftigten, gemeinsam mit den Gewerkschaften gemacht wird, wenn es mit guter Arbeit und guten Löhnen einhergeht. Dann kann Klimaschutz in unserer Gesellschaft gelingen. Deswegen unterstützen wir als Linke sowohl den Arbeitskampf von Verdi im öffentlichen Nahverkehr und die Streiks,
als auch den Klimastreik am Freitag und sagen, wir fahren zusammen, ist die richtige Kampagne zur richtigen Zeit. Und als Linke wissen wir ganz klar, die BusfahrerInnen in der Bundesrepublik Deutschland, die Menschen im öffentlichen Nahverkehr, das sind die Helden der Verkehrswende, das sind diejenigen, die jetzt höhere Löhne brauchen, die bessere Arbeitsbedingungen brauchen, die kürzere Schichten brauchen, denn sie sind diejenigen, die die Verkehrswende tragen werden müssen, sie sind diejenigen, die im direkten Kontakt mit den Menschen sind, im öffentlichen Nahverkehr, und sie brauchen unsere ganze Unterstützung. Und in Schleswig-Holstein haben wir im Zuge dieser Auseinandersetzung, im Zuge dieser Kampagne eine Reihe von Eintritten von Busfahrern in die Linke erlebt. Und die berichten uns, diese Kampagne von Verdi und Fridays for Future sorgt für mehr Anerkennung, sorgt für Zuspruch bei den Fahrgästen in den Bussen und sorgt eben dafür, dass diese Streiks mit Sympathie gesehen werden und auch unterstützt werden von der breiten Mehrheit der Bevölkerung. Deswegen sagen wir als Linke, gute Löhne, gute Arbeit, mehr Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr, Absicherung des 49-Euro-Tickets, auf Perspektive zurück zum 9-Euro-Ticket und zum kostenfreien öffentlichen Nahverkehr. Und ganz klar, wir brauchen mehr Akzeptanz für Klimaschutz. Und das bedeutet, die Erhöhung des CO2-Preises, die SPD, Grüne und FDP vorgenommen haben, ist der falsche Weg angesichts dessen, dass diese Erhöhung vor allem einkommensschwache Haushalte trifft, dass sie ein Akt der Umverteilung von unten nach oben ist. Und wir sagen, wir brauchen endlich das versprochene Klimageld. Wir brauchen ein Mobilitätsgeld, das einkommensunabhängig ist und das nicht an die Steuerzahlung geknüpft ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich sehe keine Fragen. Dann wünsche ich Ihnen eine angenehme Woche. Tschüss. Herzlichen Dank.